Musri Naoli kämpft für den Regenwald. Deswegen kämpft er gegen Palmölunternehmen. Die zünden Wälder an, um mehr Anbaufläche für ihren Rohstoff zu gewinnen. Palmöl ist weltweit sehr gefragt. Der Preis des Booms, Indonesien ist nun einer der schlimmsten Klimasünder. In Musris Heimat Sumatra ist die Lage besonders dramatisch. Kann Musri genug Beweise sammeln, um die Brandstifter zu verklagen? Dunstwolken über Sumatra. Der Monsun hat die Waldbrände vorerst gelöscht. Musri Naoli und sein Team besprechen den nächsten Einsatz. Da müssen wir hin. Heute fahren wir in entlegene Dörfer im Osten, die schwere Brandschäden erlitten haben. Die Bewohner dort will ich befragen. Der 42-jährige Rechtsanwalt und Umweltaktivist will Beweise sammeln, um die Brandstifter der verheerenden Waldrodung zu verklagen. Im Oktober waren 80% von Sumatra im dicken Rauch eingehüllt. Jeder hier hat diese toxische Luft eingeatmet. Die Satellitendaten übertragen wir auf unsere Karten. Die Rodungen im blauen Gebiet haben wir bereits vor Ort überprüft. Jetzt fehlt uns nur noch dieser Ort hier. Da müssen wir hin. Die Fahrt in den Osten wird einige Stunden dauern. Das war mal ein artenreiches Torfgebiet. Aber jetzt wurden die ursprünglichen Pflanzen hier durch Ölpalmen ersetzt. Schau mal, da versteckt sich ein kleiner Steppenwaran. Den sieht man hier fast gar nicht mehr. Im Torfmoorgebiet gibt es keine befestigten Straßen. Um das Dorf zu erreichen, muss Musri nun auf ein Boot umsteigen. Bootsmann und Bauer Ahmad holt Musri ab und erzählt ihm von den Brandrodungen der letzten Wochen. Das Feuer haben wir sofort unserer Polizei gemeldet, aber die Regierung hat nichts unternommen. Auch die regionale Polizei hat nichts gemacht. Ich glaube, die wollten einfach die Brandrodungen unter den Tisch kehren. Die Palmölfirma hatte uns zuerst versprochen, dass es uns durch sie besser gehen wird. Aber ich habe den Eindruck, die wollen unsere Wirtschaft hier zerstören. Ich hoffe so sehr, dass dem Unternehmen die Landrechte in unserem Dorf wieder entzogen werden. In Indonesien ist jeder Rechtsstreit ein kompliziertes Problem. Oft sind die Richter selbst das größte Hindernis für die Strafverfolgung. Hat der Angeklagte genug Geld, um die Richter zu bestechen, dann zieht sich der Prozess lange hin. Ich habe die Hoffnung, dass es auch vernünftige Richter gibt, trotzdem noch nicht aufgegeben. Das Dorf Sogo hat 300 Einwohner. Die meisten von ihnen sind Bauern. Nur eine Grundschule hat das Dorf. So etwas wie Rechtsberatung gibt es hier sonst nicht. Musri erkundigt sich nach dem Befinden der Bewohner. Sie alle haben unter den Bränden gelitten.
Vor allem für Kinder und ältere Menschen war der Rauch schlimm. Die Kinder konnten wochenlang nicht in die Schule gehen. Und wir konnten alle nicht auf dem Feld arbeiten, sondern mussten zu Hause rumsitzen. Musri hilft den Bewohnern, ihre Zeugenaussagen für die Klage auszufüllen. Das muss dein Rechtsanwalt, also ich, ausfüllen. Hier unten musst du unterschreiben. Dass diese Palmölfirmen hier sind, das macht uns das Leben wirklich schwer. Bevor sie hierher kamen, hatten wir nie Brände. Diese toxische Luft jedes Jahr ist schrecklich. Mich hat der Rauch fast umgebracht. Diese Firmen müssten doch zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bauern führen Musri zur Brandstelle. Dieser Kanal wurde von den Palmölfirmen gebaut. Das Wasser ist so abgeflossen und der trockene Boden war somit leicht brennbar. Der Baum ist wohl wegen der Trockenheit noch vor dem Brand umgefallen. Ja, so war es. Wie hoch stand das Wasser hier davor? Na, so brusthoch. Per GPS kann Musri beweisen, dass der Brand auf dem Grundstück der Palmölfirma ausbrach. Mehrfach hat er das Gespräch mit den Palmölproduzenten gesucht. Doch die blocken ab. Jetzt werden sie sich wohl erst vor Gericht treffen. Welche Schritte musst du noch unternehmen, um die Palmölfirma zu verklagen? Sobald ich alle Zeugenaussagen aus den Dörfern hier habe, schicke ich die Unterlagen zum Gerichtshof. Ich werde insgesamt 18 Palmölfirmen verklagen. Wir können jetzt nur noch beten und hoffen, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Zeugen zu finden ist nicht immer einfach. Denn kaum ein Bauer traut sich, offen zu sprechen. Vor allem nicht über die Rodungen und wer daran beteiligt ist. Mohammed ist eine Ausnahme. Seine Erfahrungen mit den Palmölfirmen will er mit Musri teilen. Aber nur abseits der Blicke der anderen Dorfbewohner. Die Kawal mit PMK, Pemadam Kebakaran. Früher, als die Firmen uns baten, Land zu roden, war wenigstens noch die Feuerwehr dabei. Heute ist das nicht mehr so. Es wird überall hemmungslos gerodet, oft bis zu 80 Hektar auf einmal. Früher hatte ich keine andere Wahl, als für die Palmölfirmen zu arbeiten, denn ich hatte ja sonst keinen Job. Meinen Freunden ging es genauso. Wir alle haben Brandrodungen gemacht. Jetzt hat Muhammad gekündigt und lebt nun von seiner kleinen Kautschukplantage. Als Kind habe ich es geliebt, im Wald Früchte zu sammeln und Tiere zu beobachten. Der natürliche Wald bietet so viel Reichtum. Aber dieser Reichtum ist durch die Gier nach Palmöl in Vergessenheit geraten. Wenn Musri nicht im Wald ist oder Beweise sammelt, verbringt er jede freie Minute mit seinem Sohn Lindo, 10 Jahre alt. Ich wünsche mir sehr, dass mein Sohn eine bessere Zukunft hat und irgendwann saubere Luft atmen kann. Das ist die Motivation für meine Arbeit. Deshalb setze ich alles daran zu verhindern, dass die Regierung den Firmen weiterhin Landrechte gibt und diese ungestört unsere Umwelt vernichten. Endlich können wir wieder Fußball spielen. Monatelang durfte ich nicht nach draußen.
Meine Eltern hatten es verboten, weil ich wegen der Luftverschmutzung krank geworden wäre. Musri ist wieder auf dem Weg zu einem kürzlich gerodeten Waldgebiet, das jetzt wahrscheinlich einer Palmölplantage weichen muss. Heute muss er mit dem Roller fahren, aus gutem Grund. Mit dem Auto zu fahren wäre zu auffällig. Musris Spurensuche ist ein riskantes Unterfangen. Denn die milliardenschweren Palmölfirmen haben beste politische Verbindungen. Doch die Aktivisten lassen sich davon nicht abschrecken. Vor dem Brand war diese Gegend ein artenreicher Torfmoorwald. Hier war überall Wasser. Rodungen wie diese gibt es in ganz Indonesien. Mehr als 100.000 allein in diesem Jahr. Im verbrannten Boden wachsen erste Ölpalmen. Das wollen die Aktivisten nicht akzeptieren. Seit fast 20 Jahren schon kämpft Musri Nauli gegen die Brandrodungen. Die rote Linie zeigt das Gebiet der Palmölfirma und der Pfeil in der Mitte zeigt unseren jetzigen Standort an. Auch hier ist es eindeutig. Musri hat ein weiteres Indiz für seine Klage. Die Satellitendaten stimmen mit dem Grundstück der Palmölfirma überein. Und im gesamten Gebiet wurde ein riesiger Kanal gebaut. All dies deutet darauf hin, dass auch hier die Palmölfirma selbst für den Brand verantwortlich ist. Zwar hat Musri nun genügend Beweise für seine Klage gesammelt, aber der Rechtsstreit mit den mächtigen Palmölproduzenten wird dauern. Und die Erfolgsaussichten sind gering.